Das ist natürlich nicht schön. Eine Bundes-SPD mit Umfrageergebnissen von 19%. Man muss aber auch sagen, es gibt in Europa Länder, da sieht es noch schlechter aus. Da ist die Sozialdemokratie komplett am Boden. Die Rechtspopulisten sind da auf dem Vormarsch und mit rechten Thesen wird offen gegen Flüchtlinge Stimmung gemacht. Ich rede natürlich von Sachsen, ist klar. Ne? Aber auch in Österreich ist die Entwicklung besorgniserregend. Da geht es ja drunter und drüber. Es gibt jetzt einen neuen Kanzler, weil am Montag Werner Faymann von der SPÖ zurückgetreten ist. Das wiederum hängt zusammen mit der Bundespräsidentenwahl. Es könnte nämlich der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer gewinnen. Das ist er hier. Und es kommt die Diskussion immer, mein Gott, sollen die Soldaten, sollen die bewaffnet sein an der Grenze? Und das sollen die Blumensträuße in der Hand tragen. Und deswegen brauchen wir einen ordentlichen Grenzzaun und keinen Maschendrahtzaun. Einen Grenzzaun, wie es ihn in Ungarn gibt. Die werden es noch lustig haben mit mir, das sage ich. Das wird noch ganz besonders werden. Oh, das klingt ja sympathisch. Was genau kommt denn da auf uns zu? Dazu mehr in unserem Extra Extra Österreich mit Janine Reinhardt. Guten Abend bei Extra 3 Extra. Wien. Der erste Wahlgang zur Wahl des österreichischen Bundespräsidenten endete für die regierenden Sozialdemokraten in einem Debakel. Ihr Kandidat kam nur auf den vierten Platz. Der deutsche sozialdemokratische Vizekanzler Sigmar Gabriel dazu. Herzlichen Glückwunsch zu dem grandiosen Wahlerfolg. Wien. Trotz des politischen Rechtsrucks in der Alpenrepublik ist ein EU-Austritt weiterhin kein Thema. Unsere Reporterin Maja Mischwald kennt den Grund. Ja, Janine, dafür gibt es eine simple Erklärung. Öxit klingt einfach zu bescheuert. Aha. Die WHO erwägt, Österreich unter Quarantäne zu stellen, denn es grassiert dort das extrem ansteckende Zika-Virus. Verzeihung, da ist uns ein Fehler unterlaufen. In Österreich grassiert natürlich das Zika-Virus. Madrid. Zum überraschenden Wahlerfolg des Rechtspopulisten Norbert Hofer bei der Bundespräsidentenwahl. Jetzt der spanische Österreich-Experte Juan Emilio Sanchez. Ob das Wahlergebnis gut für Österreich ist? Vielen Dank für diese Einschätzung. Kufstein. In Österreich hält aufgrund der Flüchtlingskrise die Diskussion über Grenzschließungen weiterhin an. Experten sind sich einig, dieses Thema ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Dauerbrenner. Liechtenstein. Wegen des massiven Rechtsrucks in Österreich vergrößert sich die Fläche von Liechtenstein schlagartig um 5000%. Dazu unser Reporter Klaus Bräune aus der Hauptstadt Vaduz. Ja, Janine, Liechtensteins Erbprinz Alois gab bekannt, die zugewonnene Fläche als Lager für seine Gummistiefelsammlung nutzen zu wollen und zur Vergrößerung der hauseigenen Steueroase. Das macht Sinn. Danke, Klaus Bräune. Ungarns Präsident Viktor Orban vermeldete daraufhin, dass man den rechten Rand nicht kampflos aufgeben werde. Zitat: Schließlich sind wir Ungarn rechter als deine Mutter. Wien. Die rechtspopulistische FPÖ weihte am Wochenende das grundsanierte Riesenrad auf dem Wiener Prater ein. Und das war Extra 3 Extra. Sehen Sie gleich im Anschluss den österreichischen Heimatfilmklassiker Auf der Alm. Da gibt's Cor Sinti und Cor Roma. Und damit zurück zu dir, Christian. Vielen Dank, Janine.